Laune, Manu. So wie immer? Tausend Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber ich dachte mir, komm, bring eine richtig geile Folge raus. Bring ein Dankeschön raus, dass ich mich bei euch ein kleines bisschen wenigstens bedanken kann. Und wie kann ich mich am besten bedanken? Mit den Leuten, die von Tag 1 dabei sind, die mir den Zuspruch gegeben haben, dass ich die Folge, dass ich das Format starten soll. Und da möchte ich anfangen bei Gina. Ich dachte mir, komm, frag sie. Ruf sie über FaceTime an, ob sie Bock hat, ein Teil davon zu sein. Aber bevor ich sie frage, wir brauchen so ein bisschen Kinostimmung, würde ich mal sagen. Perfekt. Ja, hi. Hi. Bist du im Urlaub, oder? Ja, wie man uns besser erkennen kann. Du, ich komme jetzt aber trotzdem anliegen, frech ums Eck. Du hast ja mitbekommen, der VfB Blickwinkel YouTube-Kanal hat jetzt 1000 Abonnenten erreicht und ich möchte ja ein Abonnenten-Special machen und da ist es mir wichtig, dass die Leute dabei sind, die von Anfang an dabei waren, mich von Anfang an unterstützt haben und da erzählst du natürlich vor allem du dazu, gerade was Design betrifft, Logo etc. Ja, wirklich gern, aber wie gesagt, ich bin im Urlaub, bitte melde dich nach Weihnachten wieder, ehrlich. Hä? Ja, okay. Vielleicht war ich einfach ein bisschen zu übermütig, zu voreilig, zu sicher. Scheiß Timing und ich passt perfekt zusammen. Wir könnten eigentlich eine Ehe führen, um ehrlich zu sein. Jetzt dachte ich mir, komm, fahr direkt von Neu-Ulm nach Stuttgart, um die Leute persönlich anzusprechen, um sie direkt persönlich zu fragen. Und da dachte ich mir, okay, spreche ich die erste Person an vor dem Champions League-Spiel gegen Prag. Radiostimme, VfB-Fan, er würde perfekt in das Abonnenten-Special passen und er ist hundertprozentig mit dabei, also da bin ich sowas von überzeugt, ey. Daniel, grüß Manu. Dich. Na, servus. Alles gut? Ja, alles doch, gut? Alles gut soweit. Hey, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich wollte dich was fragen. Jetzt ist ja das Abonnenten-Special. Blickwinkel hat jetzt 1000 Abonnenten geknackt. Und ich möchte einfach was Besonderes für die Abonnenten machen als Dankeschön, weil ich ohne die eigentlich nichts wäre, zum Großteil. Und wollte fragen, weil du schon mal ein Teil vom Blickwinkel warst, zu Gast warst jetzt vor kurzem erst, ob du Bock hast, da mitzumachen. Du Manu, du sprichst schon an, tut mir leid, ich habe dir schon so viele Videos geschickt, war sogar schon im Fanprojekt. Außerdem heute Champions League, ich muss los. Richtig sicher. Deswegen echt sorry, Mann. Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber natürlich habe ich nicht aufgegeben. Jetzt dachte ich mir, okay, spreche einen richtig guten Freund an und ich habe einen richtig guten Freund angesprochen. Er puddelt ein bisschen, man nennt ihn Pöbel Polides, zu Recht auch, aber eigentlich ist er eine richtig warme Seele, hat ein richtig warmes Herz, nennt man das warme Seele? Egal, ich habe ihn angesprochen und er, hundertprozentig hat er Lust, denn er freut sich immer, wenn ich ihn anspreche, ob er Bock hat, mit bei der Folge zu sein, beim Format. Also ehrlich, das muss klappen. Hey, hey Manu. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja? Ja, alles top. Hey, geil, dass du Zeit gefunden hast. Für was? Ja, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Ist ja so, dass der Blickwinkel die 1000 Abonnenten jetzt geknackt hat und ich will so ein Special machen. Ja. Und da wollte ich fragen, da du von Tag 1 dabei bist und mich immer unterstützt hast, ob du Bock hättest, ein Teil von dem Special zu sein. Geht, aber... Bist du jetzt nicht so begeistert oder was? Nee, wegen 1000. Komm mal. Ja, ist doch geil. Ja, 1000, was sind 1000? Komm nochmal, wenn du 10.000 hast. 10.000? Ja. So fährt nicht mal VfB SDR. Ja. Ricky, Beste. Ja, das heißt jetzt, du hast nicht so Bock oder was? Ja, jetzt nicht, ich chill hier gerade. Das Spiel geht gleich los, ich hab Bock aufs Spiel. Und jetzt nicht Bock auf so eine Abonnentenfolge. Also, soll ich mich jetzt einfach verpissen oder was? Jetzt dein Ernst? Ja.
Ich will meine Ruhe. Okay. Okay. Danke, ciao. Ja. Scheiß Timing. Ich sag's doch. Es passt perfekt zusammen. Ich gebe nicht auf, langsam nervt, um ehrlich zu sein, weil einfach niemand Bock hat und ich weiß gar nicht, was ich verbrochen habe. Sonst sind sie immer sofort dabei. Komm, lass nach Waiblingen fahren. Danny Galm, der hat hundertprozentig Bock. Also wenn der Nein sagt, weiß ich auch nicht. Der kann gar nicht Nein sagen. Mensch, Simi, hey, wo bleibst du denn? Echt, hey, das geht's doch gar nicht. Danny! Hi, Manu! Servus, hi! Was machst du denn hier? Du, ich bin jetzt einfach von unten hier jetzt mal hochgekommen. Aber bei der Anmeldung hat man gesagt, geh einfach hoch. Ich bin noch nie da gewesen, aber ist ja nett. Ich hab's hierher gefunden. Sehr gut. Hey, auch wenn du jetzt genervt bist, gerade, du wirkst du jetzt genervt. Das ist der Simeon. Ja, das, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Du kennst ihn besser. Ich komme im Anliegen. Ja. Der VfB Blickwinkel hat 1000 Abonnenten geknackt und da möchte ich einfach eine geile Folge machen, eine Dankeschön-Folge sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt bei dir. Ich wollte fragen, ob du Bock hast, ein Teil davon zu sein, ob du spontan Lust hast, dass wir gemeinsam kurz einfach was aufnehmen. Manu, du weißt immer gerne eigentlich, aber ich bin so im Stress und der Simi müsste kommen, weil wir eine Podcast-Folge aufzeichnen müssen. Das tut mir echt leid, aber du musst jetzt echt gehen hier, weil der echt? Simi, der hat mir gerade geschrieben, er ist auf dem Weg. Wir müssen die Podcast-Folge aufnehmen, immer gerne, aber heute geht wirklich gar nicht. Also ey, auch bitte. Jetzt nicht so zwei, drei Minuten? Sorry, ey, bitte. Okay. Das hat absolut Vorrang. Sorry für Stören, gell? Ja, macht nichts. Hey, gerne mal wieder, aber ein anderes, okay? Dir, gell? Tschüss, ciao, ciao. Ciao. Charlotte? Ja? Sag mal, habe ich auf der Stirn Depp oder Idiot stehen? Puh, also, ich muss weiterarbeiten. Okay. Also, wer überhaupt nicht Nein sagen kann und keine Ahnung, vielleicht habe ich ja wirklich Depp hier oben einfach stehen oder vielleicht bin ich auch ein Depp. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu übermütig und habe einfach alles ausgereizt. Ich habe keine Ahnung. Komm, lass einfach mal beim SWR vorbeigehen. Servus, Manu. Ja, grüß dich, hi. Du, ich habe eigentlich keine Zeit, gell? Also ja, ich merke gerade schon. Du, ganz kurz, 1000 Abonnenten-Special, Jubiläumsfolge. Ja. Möchte ich eine Kleinigkeit machen und die Leute dabei haben, die schon Gast zu Gast waren? Ich kann es kurz machen. Für dein Format habe ich überhaupt keine Zeit, Manu. Johannes? Johannes? Ja, was soll ich sagen? Wärt ihr auch zufrieden, wenn einfach nur ich die Folge mache und es doch nicht so besonders wird? Ich habe noch einen letzten Versuch gestartet und die einen, die beim VfB jetzt ihren Podcast machen, nehmen ja abends immer auf. Und ich dachte mir, komm, bist eh schon in Stuttgart, lass einfach vorbeigehen. Und ich habe es probiert und keine Ahnung. Ich war ein bisschen mutig und hatte Bock und hatte Hoffnungen, aber guckt selber, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist das, was ich von der Mannschaft von Anfang an sehen will, weil das hat mir beim VfB einfach gefehlt. Servus! Ja, ich wollte euch fragen, ich mache ein 1000 Abonnenten-Special. Wir schießen keine Tore und wir sind nicht intensiv genug. Wir sind mitten in der Sendung. Ja, ist es jetzt ein... Kann ich nicht warten oder so? Oder? Ja, du kannst 2-3 Stunden vielleicht warten, aber... Wie einfach verlieren wir eigentlich die Bälle? Jetzt bin ich... Das ist die Frage, die ich gerade klären muss. Probleme, ganz andere Probleme. Das ist gerade das, was ich klären muss. Ciao. Die Art und Weise, wie Hoffmann Zweikämpfe führt, war einfach besser als das, was der VfB gezeigt hat in den ersten Minuten. Uff. Ich sag's euch, ich weiß es einfach nicht mehr, was das scheiß Problem ist. So, wer mir einfach noch helfen kann, wer mich immer unterstützt von Kind an, meine Familie. Also wenn mich jetzt meine Familie im Stich lässt. Ich habe sie gefragt, ob sie Bock haben. Und hundertprozentig haben sie Bock. Also wenn die mich im Stich lassen, dann lebe ich für immer allein einfach. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel.
Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Ich sage Nein zum VfB Blickwinkel. Tja, Leute, keine Ahnung, warum niemand Bock auf mich hat. Scheiß drauf. Vielen Dank und danke, dass ihr immer reinguckt. Gell? Hey Manu, bevor du jetzt komplett verzweifelst, schau mal. Ne. Hey Manu. Also lieber Manu. VfB Blickwinkel, Manu. Lieber Manu, liebe Blickwinkel-Gemeinde. Liebe Zuschauer vom VfB Blickwinkel. Liebe Leute, Manu hat 1000 Abonnenten. Glückwunsch, Manu. Das ist sehr, sehr verdient. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten 1000 Abonnenten. Und denk an uns, wenn du deine erste YouTube-Kachel in Gold oder Silber hast. 1000 Abonnenten. Hoffentlich werden es noch ganz, ganz, ganz viele. Allerherzlichste Glückwünsche zu deinen 1000 Abonnenten. Respekt, dass du es alleine durchgezogen hast, ohne Kameramann, ohne Cutter, ohne Redaktion, die hinter dir steht. Glückwünsche an beide, Manu, für das mega geile Format, an euch da draußen. Respekt, 1000 Followerinnen und Follower, das muss man auch erstmal hinkriegen, super gemacht. 1000 Follower, herzlichen Glückwunsch dazu und natürlich stehe ich immer für dich bereit für Fragen, Videos oder Ähnliches. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von mir an dich für 1000 Abonnenten. Du hast 1000 Abonnenten geschafft, bevor Atakan Karasor ein Tor erzielt. Ich finde, allein das sind nochmal 1000 Abonnenten wert. Herzlichen Glückwunsch an dich, Manu, zum Erreichen deines ersten kleinen Meilensteins. Ich hoffe, es werden noch viele weitere geknackt. Dein VfB Blickwinkel ist super. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er da so hart dran gearbeitet hat und dran geblieben ist. Dass du den Mut hattest, dass du den Mut hast, das weiter so durchzuziehen. Egal welche Widrigkeiten kommen, lass dich nicht unterkriegen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch den VfB Blickwinkel immer so fleißig anschaut. Auch von mir nochmal danke für 1000 Abonnenten, dass ihr immer fleißig kommentiert und eure Likes dort lasst. Danke, dass ihr Manu sehr unterstützt habt und dass er jetzt schon die 1000 so schnell geknackt hat. Danke, dass ihr so fleißig zuschaut. Ich fühle mich jedes Mal gut unterhalten. Und ich glaube, alle anderen auch. Aber da kommt noch mehr, bleibt dran, da geht noch mehr. Aber eigentlich sind es viel, viel zu wenige. Es müssten 2000, 10.000, 100.000 sein. Und an euch, klickt weiter rein. Egal welches VfB-Format, da stecken so viele Leute mit Herzblut dahinter. Und da kann man noch die eine oder andere Marke reißen. Ich hoffe, ihr unterstützt ihn weiter so tatkräftig. Deswegen bleibt dran beim Blickwinkel. Schaltet immer ein, guckt euch an, was Manu macht. Es ist richtig, richtig gut. Also auch bei Manu, weiter reinschauen. Es tut der Community gut. Es tut dem VfB auch ein bisschen gut. Und vor allem, wenn es dir gut tut, dann ist es das Allerwichtigste. Deswegen vielen Dank. Bis bald. Du schon wieder, verpiss dich jetzt einfach. Es gibt noch eine Überraschung. Okay, ich gucke es mir jetzt auf der Heimfahrt an, weil ich habe keine Zeit. Ich will mich bei den Leuten einfach jetzt bedanken. Wir finden einfach keine Zeit mehr dafür. Aber danke, gell? Ich zahle dann morgen. Tschüss. Lieber Manuel, dein VfB Stuttgart und ich ganz persönlich gratulieren dir zu den inzwischen 1000 Abonnenten, die du auf deinem YouTube-Format VfB Blickwinkel gesammelt hast. Jeden Dienstag können die Fans einen Beitrag zur Vereinskultur aus eben deinem eigenen Blickwinkel bekommen. Jeder Blickwinkel ist eine Bereicherung, weil die Vielfalt, die wir leben, auch aus der Vielfalt von Meinungen besteht. Und dein Format ist einer davon. Und du liebst den VfB und wir danken dir einfach für dein Engagement. Also bleib dabei, damit aus 1000 Abonnenten bald 1893 und noch viel mehr werden. Alles Gute aus Bad Cannstatt, auch für dich ganz persönlich. Ich sag's euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll, was ich überhaupt sagen soll, habe mir viele Gedanken gemacht, aber ich hau's jetzt einfach Freischnauze raus. Wahrscheinlich wird's eine Katastrophe. Manche mögen sich fragen, warum macht er jetzt so einen Aufriss? 1000 Abonnenten ist doch nicht viel und was bedeuten überhaupt 1000 Abonnenten? Da muss ich Paddy ein bisschen recht geben. Was sind schon 1000 Abonnenten? Das sehe ich einerseits so. Andererseits, wenn ich daran zurückdenke, 29. Juni 2023, da kam die erste Folge raus, also gerade mal knapp über ein Jahr her. Und da
waren die Selbstzweifel so groß, aber es gab so viele Unterstützer, die gesagt haben, mach's, die Idee ist geil, hau raus. Und wenn es nicht gut ankommt, dann mach's für dich einfach weiter selber. Und was soll ich sagen, ich bin total überwältigt. Schon allein als die ersten 100 Abonnenten da waren, ist total, es ist einfach crazy. Ohne Witz, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. Und jetzt nach knapp über einem Jahr 1000 Abonnenten, 1000 Leute, die Bock haben, mich Idioten anzugucken. Hä? Und dafür möchte ich mich mit diesem Video einfach bei euch bedanken. Denn egal wie ich mich jetzt bedanken würde, die Dankbarkeit ist nicht mal im Ansatz so groß wie eure Unterstützung und ist einfach unfassbar. Ich möchte aber auch ein paar Leute namentlich erwähnen. Und da muss ich jetzt mein Handy zücken, weil mein Hirn ist nicht mehr so gut und ich bin erst 30. Bei wem ich mich bedanken möchte, und da brauche ich nicht mein Handy, meine Mutter, meine Oma, meine Frau, meine Familie allgemein. Ihr haltet es aus, dass ich so ein großer VfB-Fan bin. Und immer wenn ich selbst Zweifel habe, mir denke, okay, die Folge ist jetzt eine Katastrophe, die wird richtig schlecht ankommen. Ihr baut mich auf, ihr unterstützt mich, ihr findet es trotzdem geil. Und am Ende habt ihr eigentlich immer recht und ich liege halt total daneben. Bei wem ich mich außerdem bedanken möchte, Paddy, Butze, Ricky, Gina. Euch habe ich von meiner Idee vor der ersten Folge erzählt, habe euch immer um einen Ratschlag gebeten und ihr habt mich immer unterstützt. Ihr habt gesagt, ist eine geile Idee, die Umsetzung könnte richtig gut werden und ihr habt mich dabei auch unterstützt. Paddy, du einmal seelisch. Gina, du vor allem mit deiner Kreativität, natürlich auch mit deiner Unterstützung, aber ich möchte einfach mal erwähnen, dass diese Frau einfach unfassbar kreativ ist und du unterstützt mich immer wieder mit den Thumbnails, mit Ideen, wenn ich einfach mal planlos bin, weil in Sachen Thumbnails bin ich einfach total lost, einfach überhaupt nicht kreativ. Und auch mit dem Schnittprogramm konnte ich dich immer fragen. Auch Jan, ihn möchte ich genauso erwähnen. Vielen Dank dafür, ehrlich. Butze, dir habe ich auch von der Unterstützung her einfach wirklich zu danken. Auch vom Technischen her, weil du hast mir geholfen mit den Mikros, mit den Tipps für die Kameras, mit der Beleuchtung. Und wenn ich mal mir einen Kopf mache, wenn ich verkopft bin und dir Sachen schicke und sage, ey, das wird einfach nichts, dann kommt von dir meistens, hör auf, dir einen Kopf zu machen, weil es wird einfach gut. Und dann weiß ich, okay, das rationale Denken, es kann nur vom Butze kommen, das Ehrliche. Vielen Dank, dass du da immer wieder die ehrlichen und direkten Worte auch findest. Und Ricky, dir möchte ich auch danken. Ich schreibe dir ab und zu und schreibe dir auch von meinen Selbstzweifeln. Ich habe so das Gefühl, es geht viel um Selbstzweifel. Aber ich möchte einfach, dass es gut wird, was ich mache. Und das ist mir einfach besonders wichtig und ich möchte, dass es einfach perfekt ist. Und wenn ich dir auch schreibe, du, ich mache mir da einen Kopf über Sache XY, kann immer zu dir kommen, du findest immer ehrliche Worte und du bist so beschäftigt und trotzdem nimmst du die Zeit für mich. Vielen Dank, ehrlich. Wem ich noch danken möchte, Bolli, Johannes, Daniel Haug, Danny Galm, Marty vom SWR. Vielen Dank, dass ihr erstmal vor allem Gäste wart, schon vom VfB Blickwinkel im Fanprojekt, aber auch, dass ihr mich da ebenfalls unterstützt, euren Humor mit reinbringt und mich auch manchmal einfach auf die Schippe nimmt, aber genau das brauche ich manchmal. Vielen Dank, dass auch ihr Bock auf den Blickwinkel einfach habt. Und am Ende möchte ich mich natürlich vor allem bei euch bedanken. Ihr unterstützt immer das Format, den VfB Blickwinkel, ihr unterstützt mich. Und damit es euch mal bewusst ist, ihr gebt diesem Gesicht hier, diesem Mensch hier eine Plattform. Das ist für mich einfach unbeschreiblich und diese Dankbarkeit kann ich gar nicht so zurückgeben, wie ich sie spüre. Und das meine ich todernst. Es klingt so philosophisch, aber ich meine es wirklich todernst. Und dafür vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge einfach ein bisschen was zurückgeben. Und lasst mich am Ende sagen, denkt dran, habt nicht nur einen, sondern mehrere Blickwinkel zum VfB. Bleibt gesund, bleibt fair zueinander. Bis die nächsten Wochen und vielen Dank. Also es geht rein in die erste Halbzeit und sofort war zu sehen, dass Hoffenheim was vorhatte. Wie lange? Wann kommt der? In einer Minute. Was? Wer bist du? Kennst du mich nicht mehr? Nee? Nee. Du. Ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Heute ist der Tag. Aber vielleicht ist heute der Tag, um Ja zu sagen. Nein, nein. Heute ist Urlaub. Und heute wird nicht gearbeitet. Jetzt. Ich war genervt vom... Nein. Das, was ich von der Mannschaft sehen will. Wirkt sehr authentisch, glaube ich. Johannes? Johannes? Warte, das ist wahrscheinlich wirklich eine Minute. Ja, der Manu. Wenn du ein bisschen genervt gerade wirkst, aber es ist jetzt so, dass der VfB Blickwinkel eine 1000... Wir müssen noch mal kurz... Ich war mir nicht sicher, wann Ende ist. Ja, nee. Reicht jetzt, oder? Ja, er flippt bei mir noch von draußen, aber... Achso, wir sind nee, aber dann reicht's trotzdem jetzt. Dann reicht's jetzt.